Also schauen Sie, ich war zuerst mal 5 Jahre lang Assistant Manager bei Burger King und danach Leiter verschiedener Filialen bei Penny. Also alles, immer Führungsposition, immer in der Chefetage, immer im Chefsessel, nicht? Und dann sind plötzlich diese Probleme gekommen bei Penny. Haben Sie ja bestimmt auch gehört, nicht? Die bloße Freistellungsfälle hat selbst die besten Leute getroffen. Selbst mich. Können Sie sich vorstellen, wie schlecht es damals Penny gegangen ist? Naja. Aber glaub es nicht, dass ich jetzt zu Hause rumhänge wie einer von diesen Sozialschneidern. Ich schreibe jeden Tag mindestens eine Bewerbung und bis da was rauskommt, arbeite ich als Mystery Shopper bei Chico. Was? Kennen Sie nicht, Mystery Shopper? Das sollten Sie aber vielleicht kennen, weil das nämlich eine Zukunftsbranche ist, sage ich Ihnen, Mystery Shopper. Also ich gehe da inkognito als Kunde rein in diese Filialen, schau, ob da alles richtig steht, wo es stehen soll, fotografiere die Regale dann, schau, ob der Service stimmt, schreibe meine Berichte. Ich weiß schon, was Sie jetzt denken. Das denken sich jetzt, hört sich ja an wie Shoppingstasi. Aber ich sage Ihnen, undercover im Auftrag des Kunden unterwegs. Mission, Kampf der Servicewüste Deutschland. Ich meine, klar, das sind alles Menschen, aber
Menschen halt auch ein bisschen auf die Finger schauen. Also flexibel bin ich ja total, war. Also ich hab da auch letztens bei die ProSieben gesehen, war bei dieser Show da mit die drei Bewerber in Job, ne? Da sagen dann auch immer, dass man flexibel sein soll, war. Und ich bin ja total. Und dass ich überall rinpasse, das sagt auch der Uschi, ne? Und ich habe ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich, ja. Und von Hartz IV leben, das geht ja nicht, das kann ich Ihnen sagen, ja. Und ich habe ja 10 Jahre bei die Schlecker gearbeitet, ne? Hier, 10 Jahre, der da an der Ecke da, ja. Und mit Auszeichnung, möchte ich mal sagen, ja. Nur mit Auszeichnung, dass Sie sich das merken, ja. Aber, komme ich aus dem Urlaub wieder, was habe ich im Briefkasten? Eine Kündigung, ja. 10 Jahre mit Auszeichnung und dann eine Kündigung. Und wissen Sie was? Genau gegenüber hat wieder eine neue Filiale aufgemacht. Nennt sich jetzt aber Schlecker XL, war. Und suchen auch wieder nach neuen Leuten. Aber mich haben sie gefeuert, war. Schweine, sag ich Ihnen. Schweine. Ich glaube, wir sind damals geworden. Ich meine, ich als Vortuner Leistungsgelernt, mich ausstellen, habe ich natürlich geglaubt, erstmal, wir sind davon gewillt worden, nicht vollkommen narrisch alle. Aber dann denken wir eben nach, dann muss ich sagen, ist natürlich eine vollkommen altmodische Vorstellung, wenn man sich denkt, man könnte sein Leben lang auf einen Posten sein. Das geht ja inzwischen ganz anders, ganz andere Faktoren zählen da. Das geht ja inzwischen alles so zack, 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 gibt es Geld. Ja, damit man da mithalten kann, muss man ja auch selbst auf den Zack sein. Weshalb ich übrigens auch Hartz IV nicht so schlecht finde, gell? Das reicht zum Existieren, nicht zum Leben, aber so bleibt auf Zack. Wie ich sage Ihnen, wenn man auf Zack bleibt, und wenn man auf dem Arbeitsmarkt auch Leistungsbereitschaft signalisiert, also wirklich signalisiert, nicht? Dann ist auch der Hartz-IV-Empfänger von heute der Sieger von morgen. So schaut's aus. Ich würde so gerne einen Flatscreen haben. Also so einen richtig schönen Flatscreen, so einen mit HD. Weil nämlich Flatscreen mit HD ist jetzt die Zukunft, sagt der Verkäufer vom Saturn, ne? Und der Uschi, der hat ja schon Flatscreen, ne? den kann ich mir nicht leisten, der ist nämlich der Top-Qualität, ja. Aber mit der Jacqueline, das geht nicht, ne. Aber ich war letztens bei die Uschi und da haben wir den Flatscreen gekickt, wa? Und da haben wir hier diese Show von die Heidi gekickt, diese Topfmodel-Show, wa? Und der Heidi, ne, der sah schon wieder so schlank aus, ja. Der hat doch erst gerade geworfen. Sag mal, das muss an der HD liegen, wa? Wissen Sie, was mir eigentlich wirklich imponiert? So richtig? Das sind so richtige Leistungsträger, richtige Top-Performer. So wie, genau, an den habe ich jetzt auch gerade eben gedacht. Also als der 2001 der neue Parteivorsitzende geworden ist, muss ich ehrlich sagen, hat für mich was Neues angefangen. Also ich kann mir offen sagen, ich bin Generation Guido. Jung, liberal, flexibel, leistungsbereit. Ich weiß schon, das kann man heutzutage ja fast nicht mehr sagen in dieser leistungsfeindlichen Gesellschaft, gell? Da habe ich schon oft gehört, was, der schwule Nazi, das ist ein Vorbild oder wie? Aber ich mag das mit der polarisiert, gell? Das ist ja gerade Freiheit, sage ich Ihnen. Ich möchte nicht mit diesen grünen Körnfressern Sozialisten rumgammeln, gell? Ich möchte zu den Siegern gehören, ja? Deshalb wähle ich gelb. Als bekennender Hartz-IV-Empfänger, der bald wieder auf der Seite der Sieger stehen wird. Früher gab es nicht, ne? So weit, da war alles anders, ne? Ich musste mich dran denken, als ich mit die Uschi letztens die Preisverleihung davon die Europamusik gesehen habe, ne? Da war doch der Typ da, weißt du? Der auch bei Baywatch mitgespielt hat, der da früher mit der roten Schlipper mal bei dem Miami Beach gerannt ist, wa? Das habe ich ja auch immer gekriegt früher, ne? Und der hat doch 89 an die Mauer gestanden, ja? Damals. Und damals hat er gekämpft und gesungen für uns, ja? Solche Männer brauchen wir wieder. Und damals habe ich auch gesungen. Looking for freedom. Bis heute ist
der berühmteste TV-Bademeister der Welt, der festen Überzeugung, maßgeblich zum Mauerfall beigetragen zu haben. Als er sich zum Gedenken an seine historische Leistung jüngst für einen Auftritt beim sogenannten Fest der Einheit anbot, am Brandenburger Tor, stieß er beim Berliner Senat auf eine Mauer des Schweigens. Als Trostpreis wurde er bei der Verleihung der Europäischen MTV Awards in Berlin erwartet. Dort äußerte er sich folgendermaßen zu seiner Rolle beim Mauerfall. Wow! 20 years, what? Alles klar. I mean, man, I'm responsible for the wall coming down. The East Germans, they are responsible for the wall coming down. Germans are responsible because they believe in freedom! Hi, wie geht's? Gut? Oh ja, wie geht's? Gut, alles klar! Der Begriff der Freiheit bezeichnet unterschiedliche Ideen, Konzepte und Rechtsansprüche. Seit der Aufklärung ist Freiheit zu einem Schlüsselbegriff verschiedenster gesellschaftlicher und politischer Bewegungen geworden. Nahezu universell besetzbar. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 werden Freiheit und Streben nach Glück als allen Menschen gegebene und veräußerliche Rechte ausgewiesen.